So, mal sehen, was uns die Inquisition hier so an Gütern zur Verfügung stellt. Wenn auch zum Teil unfreiwillig. Kurz gespeichert. Hier ist ja niemand drin. War hier eine verschlossene Truhe drin? Raus hier! Ja, ich gehe am besten mal raus hier. Hau schon ab! Ja, ist ja gut. Ich glaube, ich soll das vielleicht nachts tun. Der Koch ist auch noch hier. Kann ich mit dem Koch nochmal sprechen? Ich brauche Proviant. Ich brauche Proviant. Grog-Proviant rum. Okay, gut. Wollte ich nur wissen. Brauche ich aber alles nicht. Ob ich den Kran nicht mitnehmen könnte? Nee, nicht wirklich. Du hast doch keine Truhen, deswegen bist du mir auch erstmal egal. Hast du euch noch was zu sagen, lustige Wache? Mach hier keinen Ärger. Okay. Das soll ich mal als ein Nein. Der Bootsmann ist auch egal. Steuermann ist egal. Hallo? Ja, hier ist bestimmt einiges zu holen. Das Dumme ist nur, dass mich alle dabei beobachten. Und das tun sie auch nachts, soweit ich weiß. Haben wir ja gesehen, jetzt haben wir hier reingegangen, als wir ein Bett brauchten. Eine verschlossene Truhe. Dabei sitzt du jetzt echt 20 von 60. Sitzt du echt ziemlich in der Nähe. 20 von 60 heißt, dass ich noch dreimal so viel Talent brauche wie jetzt. Ende. Das wäre ja schlecht. Ich sehe schon, in der Inquisition ist gar nicht mal so leicht, irgendwas zu holen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber den Baracken würde ich ganz gerne mal rein. Sollten wir vielleicht ja, wie gesagt, nachts machen. Kann ich mit dir nochmal sprechen? Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Ja, ist ja gut. Mein Gott, nochmal. Wartet mal. Da oben war da noch irgendwie ein Jäger, nicht wahr? Irgendwo hier. War hier nicht ein Jäger? Hier ist auf jeden Fall eine Blutwurzel. Hier gut, geht's schon zur Zuckerplantage, okay. Mit dem Haus, das vielleicht auch mal rein sollte. Genau, das mache ich auch gleich nochmal. Erstmal lege ich mir kurz eine Runde pennen. Dann gehe ich in die Baracken rein. Und immer so weiter, immer so fort. Hier drüben war, glaube ich, der Jäger. So. Hier kann ich mich hinlegen tagsüber. Dann hoffe ich, dass die alle schlafen. Schleiche mich rein, knack das Schloss. Oder die Schlossherre, je nachdem, wie viel ich bekomme. Ein Bett. Moment. Ist hier irgendwas Verschlossenes noch? Nee. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Das war ja total dumm gerade. Ich möchte gerne bis zum Abend schlafen. Also das Ganze nochmal. Nee, nee, nicht die Kiste. Das Bett hätte ich gerne. Oh, nehme ich halt das Bett. Könnt ihr bitte aufhören, die Kiste anzuwählen? Bein. Dankeschön. Bis Mitternacht schlafen, genau. So, auf jeden Fall, falls jetzt hier jemand neben mir schläft, gehe ich mal kurz. Ach, muss ich eigentlich gar nicht. So, genau. Da oben ist der Wachturm. Dann geht es hier irgendwie rechts runter. Dann sind wir hier bei den Baracken, genau. Jetzt davor, aber da ist eh nichts zum Klauen, von daher ist mir eigentlich alles egal. So, kurz gespeichert. Und los geht's. Ist hier eine Truhe, die ich leeren kann? Barackenwache, ein Bett, eine verschlossene Kiste. Kompliziertes Schloss. Ah, 20 von 30, das ist natürlich gemein. In dem Fall können wir das Schloss noch nicht knacken, das ist sehr ärgerlich. Gucken wir uns mal hier draußen um. Oder hier drinnen um, da kann ich auch nicht, weil die ganzen Wachen da rumstehen. Ach, Mist. Gut, dann kann ich eigentlich auch wieder gehen. Hört mir gerade mal auf. Du liegst jetzt nicht das einzig verbliebene Bett. Du liegst nicht das einzig verbliebene Bett. Ich hasse dich. Okay, gehen wir wieder hoch. Da, wo wir gerade herkamen. Weil eine Runde pennen. Bis der Tag ist, haben wir wieder ein bisschen Licht. War ja höchst erfolgreich hier in meiner Aktion. Hurra, hurra. Moment, so dass du mich nicht nervst. Schleichen wir erstmal eine Runde. Hier müssen wir irgendwo ein Bett befinden. Asad, Arbeiter. Arbeiter, Arbeiter. Arbeiter, hallo. Arbeiter. Eine leere Kiste. Ich sehe schon, das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche ein Bett. Ich muss schon wieder zu dem blöden Di Fuego rein.
Das ist ja irgendwie ein bisschen ärgerlich. Das Bettenproblem hier. Scheinbar gibt es ja irgendwie kein leeres Bett für mich. Was ich sehr schade finde. Na, müssen wir wieder direkt ins Haus rein. Ist ja egal. So, hier rein. Nee, hier rein. Guten Tag. So, Bett. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Besser du fasst hier nichts an. Ja, da kommt ja die große Diskussion, dass ich nichts klauen soll. Ist ja gut. Muss ja auch nicht. Hier gut, was du vorhast. Mach ich auch. Ich geh kurz mal hier kann hin. Nicht ausstehen. Ach, das kann ich knacken. Okay. Verstehst. Ja, ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Ist also ja gut. Also versuch gar nicht erst zu klauen. Ach, nerv ich einfach nicht. So. Ach nee, warte mal, ganz kurz noch. Wir wollten noch zum Jäger, der sich irgendwie hier rechts befindet. Glaube ich zumindest. Oder noch eine Etage weiter höher. Aber sie befinden sich hier irgendwie auf jeden Fall rechts. Und der verkauft doch Feuerwaffen. Und ich würde ganz gerne mal sehen, oder auch vielleicht auch andere Waffen, ich würde ganz gerne mal sehen, was du so verkaufst. Ob ich irgendwas davon mitnehmen kann. Aber der Jäger ist nicht hier. Warum ist der Jäger nicht hier? Schläfst du etwa noch? Ja, jetzt kommen wir zu was Kostüm, glaube ich. Ja, mal wieder. Ist ja auch in Ordnung, aber ist nicht das, was ich brauche. Hast du auch eine verschlossene Truhe ganz nebenbei, lieber Vasco? Weiß ich nicht. Pass gut auf da draußen. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage, aber schön, dass wir darüber geredet haben. So. Diese Truhe sieht total verschlossen aus, aber sie hat leider einen zu hohen Wert. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass diese Truhe im Schiffsraum dann auch einen ziemlich hohen Wert haben wird. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Dann gucken wir eben nochmal final zur Zuckerrohrplantage. Was bleibt mir sonst noch anderes übrig, außer diese Blüte mitzunehmen? So, ich bin doch nicht doof, hier gab es nochmal einen Jäger. Der Feuerwaffenverkäufer, der hat gesagt sowas wie, ja, die Inquisition verkauft nur die besten Gewehre und so weiter und so fort. Wo bist du? Hier bis jetzt nicht. Nein, hier auch nicht. Ich raste gleich aus. Hier? Ja, hier ist er. Mein Gott. Wo bin ich hier? Ach, bei der Zuckerrohrplantage war das. Ach so. Na, dann ist ja gut. Habe ich eine falsche Assoziation gezogen? Tompkins. Das Vieh ist erledigt. Jetzt musst du nur noch das Fleisch am Feuer braten und du hast eine ordentliche Ration Proviant. Ich gehe mal wieder zurück auf meinen Posten. Ja, du hast mir zwar nicht geholfen dabei, aber okay, ich habe übrigens den Jaguar selber erledigt. Ich habe den Jaguar erledigt. Den in den Bergen? Was für ein gefährliches Biest. Ich bin beeindruckt. Wow, Ruhm 250. Zeig mir deine Waffen. Zeig mir deine Waffen. Ich habe 592 Gold, weil ich gerade 1000 Gold dafür ausgegeben habe, einfach nur Schlösser knacken zu lernen, was mir bis jetzt nicht wahnsinnig viel bringt. Und du hast eine Enterpistole, die ist überhaupt nicht besser als meine. Du hast Dolchbomben, also eine Flinte, genau. Diese Flinte ist auch nicht besser als meine, aber Nachladezeit sind 2 Sekunden, während die Nachladezeit bei meiner Pistole 20 Sekunden sind, was ein wirklicher Unterschied ist. Allerdings kann ich meine Pistole noch so nebenbei in der rechten Hand tragen, während diese Flinte, ich brauche wahrscheinlich 2 Hände dafür. Was kostest du eigentlich? 750 und wir haben noch eine Bombe. Für 250 Gold, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht braucht man die noch irgendwann später mal, aber momentan eher nicht. Goldkosten 1 pro Kugel ist mir zu viel, da warte ich lieber noch ab. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo welche. Vielen Dank für deine Güte und deine lehrreiche Gastfreundschaft. So. Gils. Verkaufst du das von der Ausrüstung? Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Warum nicht? Muss aber unter uns bleiben. Ja, ja. Du hast Fackeln, du hast einen Offiziersring, der mehr Stichwaffen, Pistole mehr bringt und du hast Sand. Okay, ich kann erstmal etwas verkaufen. Habe ich zum Beispiel relativ viele, was haben wir denn? Perlen haben wir zum Beispiel relativ viel. Benutzbares. Ne, Plunder. Genau. Ach, wir haben immer noch 15 Muscheln wieder. Hier, nimm nochmal 7 Perlen. Alle. Kannst du ruhig haben. Silberpokal kannst du haben. Idol will ich mal behalten. Rezept für Vladimir, was ist das wert? 50, okay. Ich brauche dafür Zucker und Blutwurzel. Okay.
Sicher, den kannst du 6 Stück haben. Wieder ein bisschen Geld machen hier. Du kannst 3 Krallen haben. So. Rohes Fleisch brauchst du nicht. Leuchtkugeln kannst du 15 haben. Aha. Noch irgendwas? Knochensäge, Schaufel. Brauche ich wohl auch nur eine. Dietrich bekommst du natürlich nicht. Ja, vielen Dank. 1334 Gold. Kann ich noch was Benutzbares geben? Wenn er ist benutzbar, würde ich ganz gerne mal selber halten. Vielleicht frage ich da selber noch irgendwas draus, brauen und sowas. Ring. Ruhmbonus 5%. Nö, lass mal. Amulett, Füße, Ohrring. Müssen wir alles noch ein bisschen verkloppen. Gut, danke für das Geschäft. Erstmal Ende. Und dann möchte ich mir jetzt ganz angucken, ob ich noch irgendwelche Ringe überhaupt noch tragen kann. Ausrüstung. So, wir haben hier einen Ring. Kann ich nur einen tragen. Ring des Meisterschülers. Muskete plus 5. Ne, Ring des Inquisitors. Muskete plus 5 und Kugelsicher plus 5. Finde ich eins okay, obwohl ich keine Muskete überhaupt habe. Das ist ein bisschen, eigentlich ist es ganz schön dumm. Und du hast auch noch einen anderen Ring verkauft. Ring des Offiziers oder sowas, nicht wahr? Wo ist mein Mauszeiger? Da ist er. Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Ja, bla bla. Offiziersring. Pistole plus 5 und Stichblasenwaffen plus 5. Ganz ehrlich, den kaufe ich einfach mal. Nützt nämlich am momentan erst ein bisschen mehr. Ende. Wieder ausgerüstet. Dann mein Ring. Mein Ring. Hätte ich gern den... Kann ich die alle ausrüsten? Ich kann nur einen davon ausrüsten. Dann nehme ich den Offiziersring. Der Ring des Meisterschülers. Das ist echt, die 5% Erfahrung sind mir eigentlich egal. Diese plus 5 jedes Mal, das ist auch so ein bisschen bla. Braucht kein Mensch. Ich hätte eigentlich noch eine Truhe oder sowas. Da ist ein Äpfelchen und eine Truhe. Und wenn gar keiner guckt, was der Fall ist. Ah, ich kann mich hier üben. Erstmal Proviant. Und jetzt gucken, wie das läuft. Dietrich bewegen, links und rechts. Ah ja, okay. Das war ja ein super schweres Minispiel gerade. Ich habe einfach mal so geguckt, ob ich die Maus bewegen kann, ob das funktioniert. Wir kriegen Grog. Wir kriegen einen Trank der Ehrfurcht. Niemand weiß genau, was dieser Trank genau mit dir einstellt, aber du kannst damit deinen Gegner leichter einschüchtern. Okay, Fokus dauert 30 Sekunden und einschüchtern plus 8. Das ist ja geil. Für den Fall, dass mal irgendwie mein Wert knapp zu niedrig ist. Schrot habe ich und 10 Gold. Wundervoll, nehme ich alles mit. Und schleich wieder von dannen. Und Fackel nehme ich auch noch mit. Ja, hat sich doch ein bisschen gelohnt zumindest. Wundervoll. Dann bewegen wir uns wieder zurück zum Piratenlager. Piratennest, großes Tor, Piratennest. Hier ist es. Ja, hier möchte ich. Und würde ganz gerne mal gucken, ob ich die Truhe im Frachtraum knacken kann. Ich gehe davon aus, dass das nicht der Fall ist. Wahrscheinlich brauche ich da 60 oder sowas. Und nicht nur 20. Ich frage mich gerade übrigens, warum sie sich einfach Stufen 1 bis 3 genommen haben. Kurz gespeichert. Ah, da ist die Kiste. 25. Ich brauche also irgendwie sowas wie einen Ring oder sowas. Oder irgendwas, das mir halt Diebstahlend plus 5 noch gibt. Das ist etwas ärgerlich. Ha. Okay, ist denn der Typ schon wieder hierher zurückgekommen? Und kann mir vielleicht sagen, wie ich ein besserer Dieb werde? Da ist er, tatsächlich. Largo. Wie komme ich nochmal an die Perle? Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja, kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Okay. Mach mich zu einem guten Dieb? Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Ja, wie immer, genau. Hast du ein Tipps für Anfänger? Gerissenheit 2. Ich will ein besserer Dieb werden. Diebeskunst 1. Mach mich zu einem Meisterdieb. Taschendieb will ich werden. 1000 Gold. Gerissenheit 2. Ich hoffe, das rentiert sich irgendwann, diese ganze Kram, den ich hier irgendwie investiere. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt noch ein Taschendieb werde, sag ich mal, bekomme ich dann die 5 Punkte gut geschrieben für das Verschlösserknacken-Talent? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Ich sage das mal kurz ganz später, speichere ganz kurz mal später ab, um das rauszufinden. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Teil Murks baue, weil so viel Geld habe ich auch nicht dabei. Also ich habe gerade so 1000 Gold, deswegen kurz gespeichert. So. Mach mich zu einem guten Dieb. Genau, so, bla bla bla, Taschendieb. Ich will ein guter Taschendieb werden. Ha, da hast du ja noch einiges vor dir. Ein guter Taschendieb kann seinem Opfer das Kissen unter dem Hintern wegmopsen. Aber du kannst mit einfachen Sachen anfangen. Wichtig ist, dass du dein Opfer ablenkst.
Und ein bisschen vorsichtig solltest du natürlich auch sein. Um besser zu werden, musst du mehr über die Diebeskunst lernen. Okay. Na dann, Später. Wundervoll. Jetzt komme ich an die Perle ran, oder? Wie komme ich an die Perle? Okay, pass auf. Du gibst dem Typen einen Grog aus. Und wenn er ihn trinkt, greifst du an sein Ohr und ziehst die Perle raus. Alter. Wenn du vorsichtig bist, merkt er nichts. Muss ich aber schon sehr vorsichtig sein. Die Perle geht ganz leicht raus, glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Schließlich habe ich das Ding jahrelang getragen. Okay. Dankeschön. Erstmal ganz kurz zurück. Zur Kiste, um rauszufinden, ob ich die 5 Punkte jetzt dazu zusätzlich bekommen habe. Das wäre ganz hervorragend. Wenn nicht, weiß ich nicht, ob sich die 1000 Gold überhaupt gelohnt haben. Aber Taschendiebstahl ist schon immer ein bisschen, ist immer eine lustige Sache, weil man oftmals Dinge bekommt von Leuten, die man halt sonst überhaupt nicht bekommt. Zumindest war es bei Gothic 3 der Fall. Da war Taschendiebstahl relativ wichtig. Zu schwierig. Wie kann ich denn ein besserer Dieb werden? Gerissenheit, Fähigkeiten? Eher, ich muss, oh Gott, ich muss nicht irgendwie noch Gerissenheit nochmal erhöhen. Das wäre nämlich ganz schön abartig. Talente, Diebeskunst plus 20. Ne, ich muss wahrscheinlich irgendwas kaufen, was mein Diebeskunst erhöht. Ärgerlich, ärgerlich. Aber ich behalte ganz kurz erstmal Taschendiebstahl, einfach rauszufinden, ob sich das irgendwie lohnt. Ich brauche ja eh die Perle, um dann die 1000 Gold später zu bekommen. Und mit den 1000 Gold habe ich dann sozusagen mein Geld wieder rein, um Taschendiebstahl zu lernen. Ja, ich weiß, habe ich schon 1000 Gold ausgegeben, um Schlösserknacken zu lernen, aber naja, mal sehen. Ich speichere auf jeden Fall, um das mal festzumachen. Kann ich dir schon irgendwas klauen, Curtis? Nein. Kann ich dir irgendwas klauen, Morris? Ich habe mich um den Nachschub gekümmert. Ich habe mich um den Nachschub gekümmert. Junge, du taugst was. Wenn ich der Captain wäre, würde ich dich mitnehmen. Da ich aber nicht den Rauschebart trage, musst du wohl noch zeigen, was du drauf hast. Okay. Gut. In dem Fall holen wir erstmal den Taschendiebstahl aus. Moment, wo war das? L? Die Kleidung eines Piraten. Nee, Larungsklamotten, so ist das. Schwarze Perle. Da muss ich noch rausfinden, wer aber das Ding getragen hat. Das ist nämlich die wichtige Frage. Questdialog anzeigen. Bla 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 bla, genau. Willst du meine Sache wieder haben? Ja, er gibt mir Gold dafür. Gut, das hat mir ja echt viel gebracht gerade. Die Kleidung eines Piraten. Ach ja, hier genau. Carter hat Lagos schwarze Perle für sich behalten. Wenn ich an den Ohrring kommen will, muss ich den Taschendiebstahl beherrschen. Lago hat dann sicher noch einen Tipp für mich. Hervorragend. So, gehen wir also erstmal zurück nach Puerto Sacarico, wo wir schon unglaublich lange nicht mehr waren. Und rausfinden, wer von euch überhaupt Carter ist. Bist du Carter? Nein, du bist Roquefort. Ist Carter der Typ da oben gewesen? Am Wachturm selber? Wäre sehr gut möglich. Hat er, glaube ich, auch gesagt. Er hat die Perle gleich für sich behalten. Du bist Carter tatsächlich. So, F5, Carter. Du hast den Gefangenen befreit. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte, ich lass dich mal am Leben. Was bei allen Göttern willst du von mir? Lust auf einen Grog? Lust auf einen Grog? Da sage ich nicht nein. Wundervoll, Ruhm plus 200, Ruhm plus 10, schwarze Perle halt. Was glotzt du denn so dämlich? Ich hab mich nur gewundert. Dass du nichts gemerkt hast. Worüber? Wie schnell jemand Grog trinken kann. Darin bin ich Profi. Okay, hast du noch so viele Sachen? Du hast noch eine bunte Hose. Die kannst du durchaus behalten, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber danke dafür. Ich hab die Klamotten, das ist sehr schön. Was bringt mir das, diese Perle? Bringt mir diese Perle, das wäre natürlich geil. Gleich plus 5 Diebeskunst. Gerissenheit plus 1. Aha. Warte mal, wenn ich jetzt Gerissenheit plus 1 habe. Charakter. Diebeskunst. 25! 25! Triumphiert, reißt er die Arme in die Höhe. Und er springt sogar noch ein paar Mal lustig hin und her. So, ich würde gerne, Piratennest. Ja, auf. In den Bauch des Schiffes. Dessen Namen ich völlig vergessen habe und deswegen nenne ich es Botany Bay, weil ich jedes Schiff Botany Bay nenne, weil ich so viele Schiffsnamen kenne. Ja. Hier würde ich vielleicht mal irgendwann drauf achten. Das sieht ziemlich gefährlich aus mittlerweile, dieser Herd. Jetzt gespeichert. Und die Kiste mitgenommen.
Wow, das ist ein unglaubliches Minispiel. Das raste ich gerade so aus. 300 Gold genommen. Wie sinnlos war das denn gerade, bitte? Also, besteht das Minispiel wirklich nur daraus, dass ich einmal nach rechts, einmal nach links die Maus bewege, dann könnte sich das Minispiel auch echt auch sparen. Das ist natürlich echt ganz schön traurig. Nochmal gespeichert. Standard. Ich hätte was dich überzeugen könnte. Ich habe noch was, das dich überzeugen könnte. Ich habe einen gefangenen Piraten befreit. Achso, das habe ich auch gemacht, ja. Ich habe einen gefangenen Piraten befreit. So? Wen? Lago. Er saß in Puerto Sacarico im Turm. Gut gemacht, Junge. Wir Piraten müssen zusammenhalten. Vor allem gegen die Inquisition. Oh, wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord? Wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich mal nachdenken. Dass meine Tochter dich mag, macht dich noch nicht zu einem Teufelskerl. Du siehst der Gefahr ins Auge. Die Krabben. Kämpfst gegen Riesenkrabben. Blake hält dich für einen guten Mann. Die Sache mit Hank. Lago befreit. Pete, Schatz. Hast dich den Versunkenen gestellt. Vergiss nicht den Rum. Natürlich! Der Rum! Was ist jetzt? Meine Tochter hatte recht. Jawohl! Du bist zu gebrauchen. Wenn du den Schwur leistest, bist du dabei. Wundervoll, neuer Pirat, neuer Rang, Pirat, wundervoll. Erstmal Ende, das Ding, den Schwur leiste ich später. Ich mache erstmal den Rest noch ganz kurz und mache das, was ich gerade erst angekündigt habe, und zwar Klamotten tauschen. Vorher würde ich aber ganz gerne noch kurz mit dem Schmied reden da hinten und mir den auf die Nase binden, dass ich die Truhe geknackt habe. Hallo, junger Mann. Lago ist also wieder da, was? Gut, dass du ihn da rausgeholt hast. Du kannst mir also nichts dazu sagen. Das ist sehr ärgerlich. Tja, in dem Fall kommt es jetzt zum Klamottentausch, würde ich mal sagen. Hast du noch was zu sagen? Nein, hast du nicht. Gespeichert. Lago. Hier, hast du deine Sachen wieder. Hier, hast du deine Sachen wieder. Tatsache. Ich hab dir 1000 Goldstücke versprochen, richtig? Richtig. Ich würde sagen, du hast sie dir verdient. War bestimmt nicht ganz einfach, den ganzen Krempel zusammenzutragen. So, das fühlt sich schon viel besser an. Tja, gut, dass ich dir helfen konnte, aber ich muss leider kurz mal bekleiden. Es sieht nämlich nicht gut aus, was ich jetzt tue. Auf meinen Kopf setze ich einen Einschüchter plus 3, einen Hut. Silberzunge plus 5, einen anderen Hut, der dann insgesamt besser ist. Okay, sieht das schlimm aus, aber es muss wohl sein. Diesen Körper bedeckt. Piratenklamotten. Kugelsicherheit plus 5, Klingenfest plus 10. Okay, es ist schon relativ stylisch, muss man sagen. Die Beine. Dafür habe ich nichts. Die Füße. Piratenstiefel. Klingenfest und Kugelsicherheit plus 5. Goldwert 50. Nett, und die Piratenstiefel sind so hoch, dass die Beine gar nicht keine eigene Hose bedürfen. Egal. Ohrring habe ich leider keinen mehr. Amulett. Habe ich das Stammeszeichen, Ritual plus 5 oder Glücksbringer? Cool, sicher plus 5. Nehme ich dir mal den Glücksbringer. Ringe, bleibe bei meinem Offiziersring. Sieht immer gut aus. Und das war's. Ich brauche vielleicht noch eine Hose irgendwann mal. Hab 1394 Gold. Gar nicht mal so übel, würde ich sagen. Kurz gespeichert. Und nochmal mit dir gesprochen. Nee, nicht mit Hank, mit Boos. Kannst du mir eigentlich irgendwas beibringen, sag mal? Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Zeig mir, wie die Wirkung von Schmerzen verlängern kann. Kannst mir ein paar Tricks, um Leute einzuschüchtern? Ich will noch Leute besser noch besser einschüchtern. Ach du Scheiße, kannst du mir viel beibringen. Das sollten wir vielleicht irgendwann mal später machen. Zunächst einmal würde ich ganz gerne den Herren da oben nochmal fragen, ob ich vielleicht irgendwie ein Äffchen bekommen könnte. Das ich einsetzen kann, um das Trinkspiel zu gewinnen, was ich bis jetzt übrigens noch nie gewonnen habe, was eigentlich an sich also eine ziemlich dumme Idee ist. Ich muss sagen, die Rüstung bzw. die Kleidung haben sie gut gemacht. Ich bin jetzt zwar wirklich nicht der Piratenfan, aber das haben sie wirklich gut gemacht, was sie gerade ja modelliert haben. Sieht schick aus. Der Stoff sieht stofflich aus. Der Hut sieht furchtbar aus, aber das ist bei Piratentüten normal. Und diese Feder macht das Ganze nochmal die Krone auch praktisch. Flanagan. Taschendiebstahl versuchen, Diebeskunst 25. So gut bin ich auch nicht. In dem Fall mache ich das wohl. Achso, ich habe nur noch 20. Ja, schade. Zeig mir ein paar von deinen Tricks oder zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich brauche einen Affen. Knochensäge, Schaufel, Fackel,
Funkelnder Goldring. Warte mal, habe ich nicht noch... eine Hose brauche ich ja noch. Eine bunte Hose. Cool, sicher plus 2 und klingfest plus 2. Ja, muss wohl sein, weil es bringt mir ein bisschen mehr Rüstung. Hast du irgendwas? Funkelnder Goldring. Silberzunge plus 5. Schädelohrring habe ich nämlich noch nicht. Einschüchtern plus 5, aber das brauche ich gerade nicht. Ich brauche irgendwas mit Diebeskunst. Das wäre noch ein bisschen geiler. Danke aber dafür auf jeden Fall. Und... zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Das mit den Affen. Ich brauche... wie ich ein Äffchen zähme. Ach du großer Gott, Gerissenheit 6. Da kann ich ja niemals bei den Typen im Trinkwettbewerb besiegen. Ärgerlich, ärgerlich. Aber vielleicht kann ich ja später nochmal hierher zurückfahren. Ich nehme mal an, sehr stark, dass ich hier nochmal zurückfahren kann. Um zum Beispiel auch die ganzen anderen coolen Truhen zu knacken. Kurz mal gespeichert. Aber einmal möchte ich es noch probieren. Ein Freiversuch für mich, deswegen speichere ich mal vorher ab. Gegen den Typen im Trinkwettbewerb zu gewinnen. Ich muss es doch irgendwie hinkriegen, ich bin doch nicht doof. Also zumindest nicht mehr als sonst. So, F5. O'Brien, lass uns saufen. Lass uns saufen. Einfach um Gold. Saufen wir um Gold. Nimm Platz! So. Los geht's. Ah. Scheiße. Oh Gott, bin ich schlecht. Mist. Ja. Scheiße. Einen krieg ich noch. Gut Jawohl. Gemacht. Gewonnen. 50 Gold. Mann, hast du einen guten Zug drauf. Hier ist dein Gold. Wenn du noch eine Runde willst. 100 Gold erhalten. Ja, achso, ja, klar. Findest. Ja, wunderbar. Habe ich also 50 Gold verloren insgesamt. Bei den ganzen Triebwettbewerben ist es noch okay. Muss ich wohl so hinnehmen, wie es ist. Boost. Hier waren bestimmt irgendwelche coolen Truhen, die ich irgendwie noch plündern konnte, aber ich glaube, hier ist alles relativ gut bewacht, soweit ich weiß. Okay, dann würde ich mal tatsächlich meinen, ich mache hier einen kleinen Schnitt. Was da? Und dafür habe ich jetzt die ganze Zeit gestritten? Ja, und in der nächsten Folge schwören wir den Schwur eines Piraten und werden uns wahrscheinlich von dieser Insel fortbewegen. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird, welche Insel wir anlaufen werden. Das freue mich jetzt schon, so ein bisschen Inselhopping zu machen. Ist ja jetzt nicht ganz open-worldig, aber es ist noch was Neues. Ich werde mal sehen, wie sich das alles gestalten wird. Wir sehen uns also nächstes Wochenende wieder. Bis denn dann. Ciao, tschüss.